Montagmorgen, liebe Freunde des Rechts, heute geht es um ein heißes Eisen, nämlich die Impfpflicht. Und ich möchte nicht für oder gegen die Impfpflicht argumentieren, sondern lediglich juristisch herausarbeiten, was die Maßstäbe sind, an denen eine solche Impfpflicht gemessen werden würde und wie eine Lösung aussehen könnte, wenn man eine verfassungsgemäße Impfpflicht einführen wollte. Denn zu faul wäre es, würde man einfach nur sagen, das geht nicht, es gibt schwere Bedenken, hundertprozentige Sicherheit können wir nicht erreichen, das ist alles richtig. Aber hundertprozentige Rechtssicherheit hat man nie bei einem neuen Gesetz. Das weiß man erst Jahre später. Wer sich auf Jura herausredet, um keine mutige Politik zu begehen, der ist nicht ehrlich. Denn wir werden jetzt gleich sehen, wie eine Impfpflicht eigentlich zu beurteilen ist. Und es ist nicht eine juristische Fragestellung, ob man es macht, sondern eine politische. Die Frage ist, ob man eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung für eine Impfpflicht darstellen kann, ob man ein Gesetz so begründen und auch verfassen kann, dass es einer rechtlichen Prüfung standhält. Zunächst einmal ist keine Frage, dass eine Impfpflicht, ob sie jetzt für einzelne Berufsgruppen oder allgemein gilt, ein Eingriff in Grundrechte ist. Das ist nicht neu, das haben wir die ganze Zeit. Wir haben mindestens einen Eingriff in Artikel 2 des Allgemeinen Freiheitsgrundrechts. Wir haben vielleicht auch einen Eingriff in die Berufsfreiheit und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, haben wir ein legitimes Ziel, was diesen Eingriff rechtfertigt? Und da sind wir beim ersten Prüfungspunkt, nämlich was ist das legitime Ziel, was wir verfolgen? Und anhand dieses Ziels müssen wir dann die Maßnahmen beurteilen auf die Verhältnismäßigkeit nach den Maßstäben Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit bzw. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Und schon beim legitimen Ziel gibt es zwei verschiedene Zielrichtungen, die zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen können. Und der Gesetzgeber kann sich aussuchen, welches Ziel er verfolgen will, weil er dabei auch unterschiedliche Regelungen nach sich ziehen kann. Das erste legitime Ziel, was in Betracht kommt, ist der individuelle Schutz vor Erkrankung. Ziemlich naheliegend. Ich zwinge die Leute, sich zu impfen, damit sie selbst nicht schwer erkranken. Und bei der Stelle kann man durchaus argumentieren, was ist mit den Leuten, die nicht geschützt werden wollen, was ist mit denen, bei denen die Impfung keinen Nutzen hat, was ist mit denen, bei denen die Impfung ein Risiko vermindert, was nicht höher ist als die allgemeine Lebenswahrscheinlichkeit. Wir kennen diese Argumentation mit dem individuellen Schutz, zum Beispiel bei Sicherheitsgurten oder bei anderen individuellen Schutzmaßnahmen, Helmpflicht auf dem Motorrad. In den meisten Fällen geht es darum, den Motorradfahrer zu schützen und nicht so sehr die anderen, die dann einen schweren Unfall miterleben müssen, weil der Helm schützt in erster Linie den Betroffenen. Das ist bei der Impfung auch so, aber eben nicht nur. Und deswegen gibt es das zweite mögliche Ziel, das kollektive Ziel, nämlich der Schutz des Gesundheitssystems, zu verhindern, dass die Intensivstationen überlaufen, dass Menschen, die gar nicht von dieser Krankheit betroffen sind, nicht mehr ordnungsgemäß behandelt werden können, dass es andere Maßnahmen geben muss, weil eben das Gesundheitssystem überfordert ist. Ich nenne das jetzt kurz mal das kollektive Ziel und das andere das individuelle. Und wenn wir es gleich durchdeklinieren, sehen wir, dass es unterschiedliche Ausprägungen nach sich ziehen kann, Vor- und Nachteile. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist dann die Abwägung, ob das Ziel erreicht werden darf mit dem Eingriff, den ich hier vorsehe, also der Impfpflicht. Geeignetheit, Erforderlichkeit angemessen, das Grundschema. Geeignet ist die Frage, ist meine Maßnahme überhaupt geeignet, dass ich meinem legitimen Ziel näher komme? Und da müssen wir jetzt die beiden Ziele betrachten, das Individuelle und das Kollektive. Ist eine Impfung geeignet, Menschen vor einer Erkrankung zu schützen? Ja, da kann man drüber streiten, aber in den allermeisten Fällen ist das wohl gegeben, aber es kann Fälle geben, wo ein Einzelner sagt, für mich hat die Impfung keinen Nutzen. Zum Beispiel, weil ich sage, ich bin immun, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel aufgrund einer nicht aktenkundigen Infektion. Könnte ein Grund sein, warum eine Impfpflicht für jemanden, der nicht offiziell genesen ist, vielleicht sinnlos ist. Wo man natürlich dann an der Stelle sagen muss, dann sollte man vielleicht für solche Sachen auch eine Ausnahmeregelung vorsehen. Aber es gibt vielleicht auch diejenigen, die sagen, ich bin so jung und so gesund. Ich weiß, man kann sich da auch vertun, aber jemand, der jünger ist, hat tendenziell ein geringeres Risiko. Deswegen ist das Risiko einer Erkrankung vergleichbar mit dem ganz normalen allgemeinen Lebensrisiko und es wäre eine Ungleichbehandlung, wenn ich mich verpflichte, dieses Risiko auszuschließen, ich andererseits aber andere gefährliche Dinge tun kann, wie zum Beispiel Rauchen, Trinken, Gleitschirmfliegen oder gefährliche Sportarten zu betreiben. Ist das dann nicht eine Ungleichbehandlung? Das kann man durchaus argumentieren und ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Impfung einen 60-Jährigen auf den gleichen Zustand bringt wie einen 40-Jährigen, der ungeimpft ist.
Also hätte man unterschiedliche Schutzniveaus aus einer individuellen Betrachtung. Das könnte dazu führen, dass man sagen müsste, dass die Verpflichtung zur Impfung vielleicht nur diejenigen betrifft, die besonders vulnerabel sind. Aber wo würde man die Grenze ziehen? Wenn man sie anhand vom Alter macht, müsste man dann die Vorerkrankungen mit einbeziehen. Das ist keine so ganz einfache Betrachtung, ist aber eine Möglichkeit. Also geeignet ist es. Ich habe jetzt allerdings schon ein bisschen reingemischt. Es gibt Leute, bei denen ist es ein wenig geeignet, aber ist vielleicht abzuwägen gegen die größeren Nachteile, die Unfreiheit, den Eingriff. Das ist allerdings wiederum etwas, was man prüft auf den Ebenen der Erforderlichkeit und der Angemessenheit. Wenn wir die Eignung allerdings auf kollektiver Ebene betrachten, ist die Sache ziemlich eindeutig. Eine Impfpflicht dürfte wohl dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem entlastet wird. Weil wir jetzt sehen, dass wohl die niedrige Impfquote dazu führt, dass wir eben so eine hohe Inzidenz und daraus folgend eben eine so hohe Belastung auf den Intensivstationen haben. Betrachten wir die Erforderlichkeit. Da geht es um die spannende Frage, gibt es ein milderes Mittel, was genauso geeignet und genauso effektiv ist, aber weniger stark in die Grundrechte eingreift? Und das ist eine komplizierte Fragestellung, weil man hier jetzt nämlich all die anderen Mittel aus dem Werkzeugkasten betrachten muss, wie zum Beispiel Isolation, Lockdown-Maßnahmen, 2G, 3G-Testregeln. Ist irgendeine andere Maßnahme, die weniger einschneidend ist, geeignet, das Ziel genauso zu erreichen? Betrachten wir wieder die individuelle Sicht. Könnte jemand, der, sagen wir, 30 Jahre alt ist und fit, den gleichen Schutz, den er durch eine Impfung bekommt, einfach dadurch erreichen, indem er halt einfach überall, wo er kann, eine Maske trägt, indem er sich fernhält, indem er nicht mehr ins Restaurant geht, weil Restaurants geschlossen sind. Der Restaurantbetreiber würde sagen, das ist ein ziemlich schwerer Eingriff, Restaurants zu schließen. Der Einzelne könnte sagen, ist mir doch egal, es ist jedenfalls ein geringerer Eingriff als die Impfpflicht. Und jetzt sehen wir, dass für unterschiedliche Rechtssubjekte Eingriffe unterschiedlich stark wirken. Und so kann man durchaus auch zum Ergebnis kommen, dass es für einen Einzelnen ein milderes Mittel geben könnte als eine Impfpflicht. Das kann man unterschiedlich betrachten, aber das ist sozusagen die Fragestellung, die man dabei aufwerfen kann. Bei der Erforderlichkeit aus kollektiver Sicht kann man sich auch die Frage stellen, ob die Impfpflicht, die jetzt im November vielleicht beschlossen werden würde und mit einem gewissen Vorlauf, so wie in Österreich, erst im nächsten Jahr wirksam werden würde, überhaupt eine Auswirkung haben kann auf die aktuelle vierte Welle. Vielleicht wird die vierte Welle von einer solchen Impfpflicht unbeeindruckt bleiben und wir können lediglich die fünfte Welle damit beeinflussen. Jetzt sagte Herr Spahn heute allerdings, nach diesem Winter werden wir alle entweder genesen, geimpft oder gestorben sein. Klingt sehr dramatisch. Was er damit sagen will, ist, jeder wird das Virus mal gesehen haben. Dann wird es gar nicht viele geben, die ungeimpft und nicht genesen oder gestorben sind. Wenn das so wäre, dann hätte eine Impfpflicht, die zum Beispiel im Sommer oder im nächsten Herbst erst wirksam wird, vielleicht gar keinen großen Nutzen. Das widerspricht jetzt wiederum anderen Ansichten, wenn Herr Drosten zum Beispiel sagt, wir werden vielleicht auch im nächsten Jahr wieder eine Winterwelle haben, wenn wir es nicht schaffen, die Impflücke zu schließen. Das ist eine Frage, das sollen andere Leute beantworten, die sich besser damit auskennen, nicht wir Juristen, aber für uns Juristen ist das Ergebnis relevant. Denn wenn sich herausstellt, dass die Impfpflicht gar keine Auswirkung mehr hat, dann haben wir vielleicht auch Schwierigkeiten mit der Eignung und der Erforderlichkeit. Es wirkt sich dann auch auf den dritten Prüfungsschritt aus, wo man jetzt wunderbar argumentieren kann. Die Angemessenheit, nämlich die Abwägung zwischen dem Eingriff auf der einen Seite und dem Nutzen auf der anderen Seite. Immer wenn es zu dieser Angemessenheitsprüfung kam und auf der anderen Seite stand die Stabilität des Gesundheitssystems, haben die Verwaltungsgerichte angenommen, dass fast jede Maßnahme verhältnismäßig im engeren Sinn ist. Das ist ein sehr weitgehendes Rechtsgut, ein stabiles Gesundheitssystem zu haben, insbesondere weil es Leute betrifft, die nicht eigenverantwortlich über ihre Gefährdung entschieden haben, sondern die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weil eben nicht genug Kapazitäten vorhanden stehen. Deshalb ist der Schutz des Gesundheitssystems eine taugliche Rechtfertigung, sogar für die Impfung von solchen Menschen, die von der individuellen Gefährdung gar nicht besonders betroffen sind. Und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat vor einigen Monaten ein Gutachten herausgegeben, was die Pflicht von Kinderimpfungen betrachtet und kam auch zu dem Ergebnis, dass die Stabilität des Gesundheitssystems ein taugliches Ziel ist, was auf diese Weise verfolgt werden könnte. Bringt uns also zu dem Ergebnis, dass
Eine Impfpflicht zum Zwecke des individuellen Schutzes in Einzelfällen möglich sein kann, zum Schutz des kollektiven Interesses, der Stabilität des Gesundheitssystems, wohl dann gerechtfertigt sein kann, wenn es tatsächlich gefährdet ist und wenn es durch eine Massenimpfung oder die Schließung der Impflücke behoben werden kann. Es gibt aber auf der handwerklichen Seite einige Möglichkeiten, wie man die Bedenken gegen Verfassungs- oder Rechtswidrigkeit verhältnismäßig leicht ausräumen kann. Das ist nämlich der Punkt, in dem man Ausnahmevorschriften vorsieht. Wir haben ja in den letzten paar Minuten ein paar Fälle vorgebracht, wo man sagen kann, für diese Person ist das vielleicht nicht so angemessen, nicht so erforderlich. Da spielt es dann in der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn doch eine Rolle, wie vulnerabel er ist oder wie groß das Risiko oder wie groß seine Einschränkung auch ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen, zum Beispiel, ob jemand stärker betroffen sein würde von Impfreaktionen, Impfnebenwirkungen oder einfach auch nur der Angst davor und dem entgegenstehenden Willen. Würde man jetzt in einer Impfpflicht verschiedene Ausnahmen vorsehen, dann würde das die Rechtswidrigkeit in vielen Fällen verhindern. Und anstatt allgemeine Ausnahmen könnte man natürlich auch ein Verfahren vorsehen, dass man also sagt, es gilt die allgemeine Impfpflicht, aber jeder, der Bedenken hat, kann einen Antrag stellen, dass er von der Impfpflicht ausgenommen wird. Und das kann man wiederum an formale Voraussetzungen knüpfen, dass man sagt, so wer nicht geimpft werden will, der braucht also mindestens eine ärztliche Aufklärung oder braucht eine Attestierung, dass er nicht geimpft werden kann oder dass tatsächlich besondere Einzelfallgründe dem entgegenstehen. Das ist aufwendig. Das kann dazu führen, dass Behörden, die darüber entscheiden müssen, sehr viel zu tun haben, würde aber dazu führen, dass das Gesetz an sich zunächst mal rechtmäßig bliebe, weil man das Problem der falschen Güterabwägung verschiebt auf die Einzelfallentscheidung. Und das wäre eine Möglichkeit. Insofern ist mein Ergebnis, dass eine Impfpflicht voraussichtlich zulässig gestaltet werden könnte. Ob man es dann tun will oder nicht, ob die Nachteile, Spaltung Gesellschaft oder Unfrieden und so weiter in einem vernünftigen Verhältnis steht, ist eine politische Frage. In diesem Sinne, bleibt gesund.